Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Base hier bei Heisenberg Zockt. Ja, hier ist alles rot. Warum denn dies, warum denn das? Das werden wir gleich ergründen. Erstmal Schlurz und hier mit dem Dingens runter. Kein Sauerstoff. Allerdings, wenn wir gucken, hier beim Netz, wir haben eigentlich genug Sauerstoff. 35 von 50. Das Problem ist wahrscheinlich ein bisschen die Verteilung, weil dieser eine Sauerstoffgenerator doch relativ weit weg steht. Das kommt hier einfach nicht bis nach hier hinten. Das würde heißen, wir bauen nochmal so ein Teil. Und zwar, das ist ja kein T-Gebäude. Also hier können wir wieder ranbauen. Dann würde ich sagen, wir stellen dich mal hier hin. Sollen wir dich mal groß machen? Eigentlich nicht, weil es ist ja nicht so, dass wir grundsätzlich ein Sauerstoffproblem hätten, sondern es ist eben ein Problem der Verteilung. Deswegen mache ich ja die kleine Variante und hier fehlen Bettchen. Wie sieht es denn damit aus? Wir haben 7 Plastik frei. Sehr gut, ja, dann würde ich sagen, ihr kriegt Bettchen. In rauen Massen. Da kommen sie schon mit dem Plastik. Sehr gut. Gucken, dass man das hier schön hinkriegt. Jawohl, damit da wirklich auch genug Bettchen reingehen. Hier ist dann aber Feierabend. Gut, dann frohes Schlafen. Das hier werde ich mal priorisieren, dass das gebaut wird. Was haben wir sonst noch? Ach, hier haben wir natürlich noch ein paar Sachen deaktiviert gehabt. Genau. Und jetzt hätte ich gerne hier hinten... Ja, wenn es nicht so teuer wäre. Ich würde hier gerne so eine Reparaturwerkstatt hinmachen. 2 Halbleiter. Allen Ernstes. Na gut, wir machen das mal. Damit eben unsere Robbys, wir haben doch schon 3 Stück, wie man sieht hier oben. Wir haben 2 Transportbots und haben noch einen Baubot gekauft. Dass die sich selber warten können. Ja, da ist er schon am Arbeiten, man sieht's. DR4 heißt der gute Mann. Beziehungsweise Mann. Der gute Robby. Hier ist auch eher Sauerstoffmangel, das sieht man auch. Wir müssen aber darauf achten, wenn wir hier jetzt natürlich wieder so ein Sauerstoffteil haben. Dass wir auch aufs Wasser aufpassen. Das war hier. Das Netz. Ja, das ist eh schon wieder eher nicht mehr so ideal, behaupte ich mal. Sagen wir da schon mal prophylaktisch, damit eben, wenn das Teil hier steht, so dann nicht in ein Wasserproblem reinlaufen. Würde ich hier glatt nochmal so einen Wasserkollektor machen. Oder einen Extraktor. Gerne in groß. Wir haben bis jetzt, glaube ich, noch kleine, wenn ich das richtig sehe. Da würde es sogar hier hingehen. Dann könnten wir hier nochmal ein bisschen runter mit der Infrastruktur, weil sonst geht es halt hier einfach rauf und das ist relativ weit weg. Ja, wobei, ja, wir machen dich dorthin. So, einmal hier verbinden, dankeschön. Er hier ist am Arbeiten. Oh, Energie, genau das war ja noch ein Problem. Wir haben es gerade in der Nacht und die 4 sind voll. Da würde ich sagen, das passt. Ja, das mit dem Sauerstoff ist mir klar, Leute. Deswegen bitte das hier hinstellen. Und zwar Stantepede, was fehlt hier noch? Nochmal ein Kunststoff und nochmal ein Eisen. Ja, der Robby ist eh auch schon wieder eher... Ja, du musst dann halt... Oh, da ist einer sogar kaputt. Ja, eben. Deswegen das hier bauen. Sind die gerade dran? Halbleiter haben wir hier. Ne, das sind ja Ersatzteile. Hier, ja, ja. Halbleiterproduktion ist in Arbeit. Sehr gut. Eisen ist auch in Arbeit. Auch sehr gut. Und Nahrung ist ebenfalls sehr gut. Da könnte man sich sogar glatt überlegen, ob man nicht nochmal ein paar Leute... einladen, hier zu wohnen. Weil Bettchen haben wir jetzt auch. Also von daher. Sollen wir das mal hinstellen, das Ding? Ja. Lass uns noch kurz warten. Wenn wir jetzt hier irgendwie ein Problem kriegen mit Wasser oder mit Strom, dann haben wir wieder ein riesiges Bauvorhaben, weil eben dieser Raumhafen, der kostet uns 10 Metalle. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber das hier läuft, das ist gut. Ich würde sagen, wir stellen sogar schneller. Weil hier ist dringend nötig, dass wir Wasser kriegen. Beziehungsweise nicht Wasser. Ein Handelsschiff. Ja, ihr wisst, was ich meine. Nicht Wasser, sondern Sauerstoff. Da ist es doch. Stärke, Erze. Nee, auch wenn wir... Ja, nee, nee, nee. Aber ich möchte schnell wissen. Ja, ich sehe einen teurer Kollege. Der kann gleich wieder gehen. Auf Wiedersehen. Wir haben ja sowieso keinen Sauerstoff für dich. Von daher, auf Wiedersehen. Und jetzt hier, da kommt nochmal ein Bioplastik. Dann brauche ich nur hier noch ein Eisen. Da hätten wir eigentlich auch noch 2 frei. Das ist eine Transportfrage. Da hinten bringt der aber gerade Eisen dahin. Was macht der mit diesem Eisen? Jawohl, das kommt hier raus. Bestens, dann können sie das hochziehen. Dann passt's. Dann hoffe ich, dass das mit dem Wasser dann auch schnell in die Gänge kommt. Das ist natürlich ein gewisser Weg hier für die Leute. Das ist klar. Deswegen meine Überlegung, ob wir nicht hier unten dann die Infrastruktur weiterziehen. Ja, mal gucken. Jetzt, das Wasser haben wir noch dort oben. Wenn wir noch Windräder brauchen würden, würde ich sie dann vielleicht eher hier hinstellen. Oh lala, okay. Guten Abend. Da kommen sie wieder, die Meteoriten. Uiuiui.
Ja, jetzt sieht man jetzt aber wieder ein Problemchen. Es ist Tag, es wird geheizt, beziehungsweise geladen. Ja, gut. Wir müssen natürlich im Prinzip hier sogar darauf achten, also wenn mal ein Meteorit hier einschlägt, dass wir dann eben immer noch genug, ja, Vorrat haben, genug Speicher haben. Weil wenn der dann ausfällt, ist jetzt gerade hier hinten noch einer runtergegangen, ich glaube ja. Jetzt haben wir Energie, beziehungsweise Sauerstoff, das ist okay. Wo ist er denn jetzt mit dem Eisen hin? Hat er das hier zur Verbindung gebracht? War hier noch kein Eisen? Okay, schade. Dann fehlt hier natürlich nochmal eins. Wir hätten aber auch eins. Da, da ist es. Da wuselt's rum. Das Stück Metall. Jawohl, und das kommt zu uns. Und hier, wie gesagt, da fehlen die Halbleiter. Ja, da fehlt wieder Eisen. Und hier fehlt ein Halbleiter, würde ich sagen. Jawohl, ausstehende Ressourcen, ein Halbleiter. Und dann haben wir eine Robby. Das ist ja nicht eine Werkstatt, weil die Werkstatt ist tatsächlich das hier, wo sie die Bots herstellen. Das hier ist die Autobot-Reparatur. Gut. Na, stehst du? Jawohl, sehr gut. Jetzt können wir nochmal kurz gucken. Ja, das ist klar. Jetzt haben wir hier Sauerstoff. Die Frage ist eher, wie sieht es jetzt generell mit dem Wässerchen aus? Ja, ich habe es geahnt. Also wir verbrauchen mehr Wasser, als wir herstellen. Deswegen dieses Teil hier hinten. Da liegt ein Eisen und hier fehlen noch zwei Eisen. Und wir haben ein Eisen frei. Das kommt hier daher. Sehr schön. Und hier wird nochmal eins hergestellt. Ja, ja, passt. Erze, vier Stück. Wir könnten langsam sogar hier vielleicht weitere Pumpen installieren, beziehungsweise nochmal so ein Teil bauen. Ich würde dann aber tatsächlich, glaube ich, zuerst... Ja, wisst ihr, was wir machen? Wir schauen mal ganz schnell. Wir haben vier Wachen. Drei davon sind bewaffnet. Das ist eigentlich okay. Da könnte man den Raumhafen machen. Sollen wir mal den Grundstein legen? Oder sollen wir erstmal nochmal ein paar Leute reinholen? Handelsschiff. Eisenhätter. Waffen kaufen wir nicht. Stellen wir her. Also Metalle. Wir haben eigentlich genug zum Handeln. Wir können ja mal gucken. Der ist nicht so teuer. Wir machen mal. Ersatzteile haben wir. Das ist kein Problem. Machen wir mal drei Eisen. So, Teil wären wir bei 77. Und wir offerieren mal ein Medikament. Und viel mehr haben wir nicht. Vielleicht noch eine Heilpflanze. Machen wir das wieder raus. Ja, das ist okay. Das können wir bezahlen. Machen wir ja noch ein bisschen Geld dazu. Bestens, dann haben wir diese zwei Eisen. Und damit können wir dann dort hinten eben ein bisschen schneller den Wasserdingens bauen. Den Wasserdingens. Wasserextraktor heißt das, glaube ich. Jawohl. Sehr gut. Energie, okay. Lassen wir so laufen. Ich werde jetzt hier aber tatsächlich nochmal einstellen. Dass nochmal ein paar kommen. Oh, jetzt hat es aber gescheppert. Uiuiui, okay. Seht ihr? Wow, da wird aber schnell repariert. Das sieht man auch. Da hat es genau in den Multidom eingeschlagen. Na, guten Morgen. Schläfst du? Du wärst eigentlich dafür da, dass das nicht passiert. Aber eben, wir haben hier halt noch eine Abdeckung von 40%. Da wäre es dann auch fällig, dass wir nochmal so ein Teil haben. Es gab einen Kommentar von jemandem, der diesen Planeten spielt. Der hat gemeint, dass zwei von den Teilen eigentlich reichen. Dass man damit eine relativ gute Abdeckung hat. Ja, da fehlt uns also noch eins und Teil. Dann müssen wir das dann auch noch hinstellen. Aber wenn ich jetzt zuerst den Raumhafen machen möchte... Da brauchen wir ein bisschen Geduld, das ist klar, weil eben, das sind 10 Metalle, die wir hier verbraten würden. Ich wollte eigentlich gucken, genau, Moment, bevor der Meteorit eingeschlagen hat, dass wir hier nochmal schnell gucken, Kolonisten, was haben wir eingestellt? 10% Wachen, würde ich so lassen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, und Arbeiter ein bisschen weniger, weil wir haben ja noch einen Robby zusätzlich, jetzt einen Bohrrobby hier hinten. Ja, machen wir so. Lassen wir offen, weil eben mit der Nahrung ist eigentlich alles okay im Moment. Müssen wir nur aufpassen, wenn da natürlich jetzt drei Leute kommen, dann kommen nochmal drei. Dann wird es eher wieder eng, das ist klar. So, kann ich eigentlich wieder schneller stellen. Sehr gut. Ja, hier hinten werden sogar die Halbleiter hergestellt. Das heißt, wir müssten hier dann relativ zügig, wenn ich es erwische. Na, ich erwische das einzelne Ding hier nicht. Jetzt. Ja, dann haben wir relativ zügig dann die Autobot-Reparatur. Wie sieht's aus beim Robby-Bauen? Da fehlt uns auch eine Halbleiter. Ja, Halbleiter sind gefragt, man sieht. Was haben wir denn jetzt hier alles priorisiert? Das, das, das. Hier unten eigentlich nichts mehr. Okay, dann würde ich mal... Ja, wir müssen das halt priorisiert lassen. Wobei hier das Ding, das nehmen wir mal runter. Weil es ist ja nicht so, dass sie dann nicht mehr arbeiten. Das wird einfach nicht mehr ganz so gut überwacht. Wenn wir sehen, dass wir hier zu wenig Tortenfleisch haben, werden wir dort wieder priorisieren.
Kolonistenschiff. Einer. Ein Ingenieur war's. Okay. Ja, lassen wir offen. Jetzt haben wir 36 Leute. Das können wir wirklich stemmen. Das ist kein Ding. Nahrung, das ist eine schöne Zahl hier. Das ist in einem schönen Einklang, sage ich mal. Und hier, das wird noch nicht genutzt. Doch, einer ist am Schlafen. Sauerstoff haben sie auch. Passt. Wie sieht es hinten aus? Der Wasserextraktor steht auch. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder auf der sicheren Seite sein. Jawohl. Sehr schön. Ja, Energie. Klar, jetzt wird es wieder Nacht. Das heißt, jetzt wird keine Energie gewonnen. Jetzt müssen wir von den Reserven leben, die wir hier unten haben. Na, da ist noch nichts passiert. Hier können wir es auch lassen. Ja, wir lassen es jetzt aber mal ein bisschen wuseln und arbeiten. Was habe ich gesagt, was wir noch brauchen würden? Wir haben 3 Erze. Ja, ist fast ein bisschen noch zu früh hier für so ein Teil, dass wir da nochmal was machen. Ein Händler! Nein! Auf Wiedersehen. Hat nichts dabei gehabt. Eigentlich hätte ich jetzt noch gucken können, wie teuer er ist. Aber das bringt ja im Endeffekt auch nichts. Wenn wir nichts von ihm kaufen wollen, müssen wir eigentlich auch nicht wissen, wie teuer er ist. Gut, wäre dann höchstens einfach die persönliche Neugierde gewesen. Nochmal ein Ingenieur. Sag mal, ich habe da jetzt aber nicht eingestellt, dass hier nur Ingenieure kommen sollen. Dachte ich. 30, 30, 25, 15. Und das mal so. Sanis brauchen wir tatsächlich keine. So, jetzt müsste eigentlich auch mal wieder eine Wache dann vorbeikommen. Wobei, wahrscheinlich kommen jetzt 20 Biologen. Weil wir auf 30 sind. Naja, wir gucken mal. Das ist immer noch in Ordnung. Passt und es wird wild gearbeitet. Wir haben noch 3 Robbys und zack, wir haben tatsächlich die Autobot-Reparatur. Deswegen fehlt uns jetzt hier natürlich wieder ein Halbleiter, aber der müsste ja hier hinten dann wieder geschustert werden. Ja, da sind sie eh schon bei 65%. Ui, haben wir viele Ersatzteile. Wow, das ist natürlich ganz nett. Haben wir vielleicht sogar Waffen? Ne, da haben wir noch keine. Zumindest nicht an Lager. Wir haben natürlich Wachen, die Waffen haben. Bisschen unglücklich sind sie. Leute, wir haben überall Bäumchen und Pflanzen und Videowände. Da müsst ihr halt selber ein bisschen gucken, dass er hier... Hier unten auch Spaß, guck mal. Spaß pur, Trainingsstange. Bitte nutzen. Und das Essen hier, das müsste eigentlich hier auch wirken, bei der Moral. Ja, geht so. Aber schön, sie essen, das ist ja schon mal vernünftig. Haben wir eine Sonnendingens? Das sieht ja mir gar nicht gut aus. Naja, da ist eine Sonneneruption. Das habe ich wieder nicht gelesen, hier unten, weil das Mikro im Weg ist. Aber das ist ein dermaßen grelles Licht. Und die Musik hat eben auch angezogen. Habe ich jetzt irgendeinen? Oh, er hier, aber es ist ja nicht weit. Mach halt hin. Nein, jetzt hat er sich... jetzt hat er sich angestellt. Oh, hier ist eh schon einer. Oh, ich habe es verdattelt. Ich habe gelabert und gemacht und getan. Wir haben aber 3 Medikamente. Und wir haben... 3 Betten. Die müssen wir eigentlich noch heilen können. Und sonst, es ist halt hart, aber es ist tatsächlich so, wenn jetzt diese Arbeiter sterben, dann bestellen wir die hier vorne express nach. Aber ist natürlich trotzdem Käse. Wobei, guck mal. Ja, der hat noch ein bisschen spatzig. Sehr gut. Und er kriegt ja sein Medikament. Und dann haben wir doch noch einen, genau. Und ich glaube noch einen. Haben wir 3 Stück, die verstrahlt sind? Nein, 2. Ja, da haben wir Glück gehabt, dass wir hier die Medikamente tatsächlich auf Vorrat hatten. Sehr gut. Ist wieder okay. So mit der Sonnendingens. Die Musik ist irgendwie, die sagt mir gar nichts. Es ist aber schon noch ein bisschen grell. Wobei die Frage ist dann, ob das nicht einfach grell ist, weil wir jetzt hier so einen gelben Alarm haben. Das könnte ja auch sein. Hm? Man kann halt nirgends gucken. Es steht nirgendwo beim Status oder so. Achtung, im Moment herrscht hier gerade Sonnendingens. Dafür ist der Status exzellent. Ja, jetzt ist es weg. So, Alarm ausstellen. Können wir hier wieder voll Schub geben. Ja, man sieht, selbst wenn man das ein bisschen verdattelt, das geht schon. Wenn man entsprechend Medikamente gelagert hat, dann kann man die früh genug heilen, dann sterben sie eben nicht. Aber ansonsten ist das natürlich schon relativ tödlich. So eine Sonneneruption. Man hat es auch schon gesehen. Bei unseren ersten 2 Versuchen, da war der Weg einfach auch zu weit. Von der Mine hier zur Luftschleuse, da haben sie sich dort irgendwie den Tod geholt. Und hier von dem Weg her müsste es eigentlich gehen, aber dann müsste ich eben auch relativ schnell den Alarm auslösen können. Dass sie eben merken, dass sie dort zurück in die Basis kommen sollten. Jo, das müsste nochmal eine Wache sein hier. Ich könnte ja mal ganz kurz langsamer machen. Der hier. Ist das eine Wache?
Moment, wenn er rauskommt. Ja, das ist nochmal eine Wache. Sehr gut. Dann würde ich sagen, auch wenn wir jetzt genug Nahrung haben, machen wir hier mal zu. Cool, mit dem Schiff. So, einmal schließen den ganzen Spaß. So, weil schlafen müssen sie ja auch und so weiter. Aber ich denke, jetzt sind wir hier auf einem guten Weg. Gut, da hinten das Wasser ist auch okay. Die Energie ist auch okay. Wir haben es gerade Tag. Ich würde nochmal so einen Kollektor gerne haben. Energiekollektor. Gerne in groß. Eisen haben wir nämlich 4 Stück. Soll ich den jetzt doch noch hier hinten hin machen? Statt hier unten? Ich mag es halt irgendwie, wenn die Sachen beieinander sind. Wenn man den mal hier hin. Ne, das nehmen wir wieder weg. Ich dachte, das ist vielleicht nur so ein Kabel, aber denkste. Weil damit müssen wir leben, wenn hier ein Meteorit einschlägt. Ja, dann müssen sie das halt reparieren. Ist ja kein Ding. Jetzt haben wir aber wieder so ein Teil gemacht. Nur eben, das ist natürlich wichtig. Zum Thema Raumhafen. Wisst ihr was, wir machen den jetzt einfach. Kollege Raumhafen. Na, irgendwo hier müsste der hinpassen. Jawohl. Da haben wir so ein Teil. Und da haben wir auch so ein Teil. Dann nehme ich das wieder weg. Dann hängt der hier an der Mine dran. Gut, das wird ein Momentchen dauern, bis wir das gebaut haben. Aber da haben wir auch keine Eile. Das ist in Ordnung. Im Moment ist ja hinten die Energie wichtiger. Da werden wieder Halbleiter hergestellt. Jo. Ja, nee, nee, der fehlt noch. Dann müssen sie den von dort nach hier hinten bringen. Die bringen gerade Kollege Eisen nach da hinten. Er ist noch mit dem Ersatzteil unterwegs. Genau, um das Sonnen- oder Solarmodul zu warten. Robby kommt zurück. Ja, ja, da wird auch gerade gewartet. Bestens, stellen wir wieder schneller. Ich muss das hier unten ein bisschen besser im Blick behalten. Da geht wieder, da wird wieder geschlafen. Weil ich sehe tatsächlich wegen dem Mikrofon hier nicht, wenn die Meldung kommt, Achtung, Sonneneruption. Ist aber auch nicht so ein Drama. Man hat es jetzt gesehen. Man sieht es eigentlich der Farbe an und man sieht es, oder man hört auch an der Musik. Wenn die sich halt drastisch verändert, dann heißt das nichts anderes wie Alarm. Aufpassen. Da haben wir doch schon wieder 2 Eisen. Sehr gut. Und hier hinten. Ja, wird gearbeitet. Wir haben ja nochmal Arbeiter gekriegt, glaube ich. Und Wachen haben wir jetzt 5. Das sehe ich soweit richtig. Falsch. Wer bist du? Ein Handelsschiff. Ich guck gleich. Was haben wir? Alles Mögliche. Transportbot. 80. Könnt ihr noch einen kaufen? Wir hätten natürlich genug Ersatzteile und Bioplastik, um hier was zu handeln. Aber da würde ich eher nochmal Eisen nehmen, damit wir zum Raumhafen kommen, relativ zügig. Und hier das Patent für die Goliath-Turbine 400. Ne, das kriegen wir wahrscheinlich noch nicht gewuppt. Die Kommission ist soweit in Ordnung. Wir machen mal. Jawohl, und dann machen wir noch. So, dann haben wir es. Und da kriegen wir sogar noch ein bisschen was raus. Ja, okay, ist in Ordnung. Handeln. Dann haben wir da 2 Eisen für hier. Sehr gut. Wusel, 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 wusel. Oh, ja. Einschlag, Einschlag. Er ist hier nicht so wahnsinnig unterwegs. Aber wir werden noch einen zweiten hinstellen, das ist auch klar. Gut, Eisen wird gemacht. Hier, wir haben es Nacht und haben hier noch 2 Stück, die voll sind. Das ist ein gutes Zeichen. Und da gibt es ja noch einen dritten Energiekollektoren. Sehr schön. Funktioniert also mit 3 großen Windrädern, kriegt man dann doch so eine Basis halbwegs gewuppt, wie es aussieht. Ja, da tragen sie brav die Eisen schon mal rüber, die Metalle. Die Herren Ingenieure. Sehr gut, dann fehlen hier noch, ja doch nochmal 5 bzw. 4. Da kommt nochmal ein Teil. Ja, gut. Jetzt produzieren sie natürlich Eisen wieder nur noch für den Raumhafen, das ist auch klar. Müssen wir hier noch was machen? Also ich meine eben, dass dann die Ersatzteile irgendwann wahrscheinlich ein Problem kriegen. Was haben wir hier denn noch? Wir haben hier noch eine Funkkonsole. Was ist das genau nochmal? Teleskop. Wir brauchen eine Sicherheitskonsole, genau. Damit sie hier überwachen können. Was kostest du gleich nochmal? Ein Eisen und... Heiliges Odizien. Eisen und Bioplastik. Gleich beides. Mangelernährung hat nur jetzt irgendwie keine mehr. Das ist auch interessant. Also ich verstehe nicht ganz, warum es Mangelernährung gibt. Aber da stand auch schon in den Kommentaren. Da bin ich der Einzige, der das nicht ganz versteht. Oh, Konsole steht. Sehr gut. Was können wir denn sonst noch reinstellen? Weil eben eigentlich hat man lauter Gemüse verschiedene, man hat verschiedene Fleischsorten und so weiter und trotzdem hat man das Problem. Wir haben hier noch
Eine Funkantenne. Was macht denn gleich nochmal die Funkantenne? Da müsste ich kurz gucken. Funkantenne? Wo haben wir denn die Funkantenne? Da, eine Möglichkeit, Schiffe, die an deinem Planeten vorbeifliegen, zu kontaktieren. Aha. Bräuchte man eigentlich auch noch. Wohin mit dir? Ja, jetzt machen wir dich aber eher hier unten hin. Dann müssen sie nicht so ewig weit laufen. Geht das sogar hier noch? Ich habe doch gerade gesehen, dass hier irgendwie so ein... Jawohl, guck mal. Das geht hier hin. Schön geschützt. Vielleicht sogar ein bisschen geschützt vor den Meteoriten. Gerne, auch noch. Dankeschön. Energie ist okay. Ja, hier wird auch fröhlich geschlafen. Das müsste auf Dauer wirklich auch helfen, dass die Leute irgendwie ein bisschen bessere Laune haben. Weil man sieht immer mal wieder ein hier rumlaufen mit so einem... Ja, auf Schweizerdeutsch heißt es Letsch. Das heißt Lippe nach unten. Nein, brauchen wir nicht. Dankeschön. Und das ist natürlich schon gut, wenn man das im oder beim Schlafen lösen kann, dass sie wieder gute Laune kriegen. Das ist natürlich die günstigste Variante. Ja, hier wird ordentlich rumgefahren. Gemacht, getan. Drei Robbys. Ich nehme an, vierter müsste dann hier irgendwann entstehen. Wenn Kollege Halbleiter da mal noch in die Gänge käme, aber hier fehlt ein Eisen. Ja, weil sie eben die Eisen jetzt tatsächlich für den wir haben einen Raumhafen. Ich wollte gerade sagen, weil sie für den Raumhafen halt entsprechend die Eisen gebraucht haben. Sehr schön. Ja, da bin ich gespannt. Da müssen dann bald Besucher kommen. A, die bringen Geld mit und B, die bringen, wenn wir Pech haben, natürlich auch Ungemach mit. Aber dafür haben wir ja unsere Wachen. Das Lager quillt schon bald. Was haben wir hier? 96%. Das heißt, wir müssen entweder handeln. Oh, jetzt ist der Energiespeicher wieder niedrig. Wir müssen entweder wieder handeln oder wir müssen ein zweites Lager bauen. Ich tendiere dazu, dass wir das eher verkaufen, das Zeug, und in Geld anlegen. Also zur Not beim nächsten nicht seine Waren nehmen, sondern sein Geld und die Sachen hier sozusagen eintauschen. Ja, okay. Wir brauchen den Energiekollektor. Jetzt hatten wir auf die Nacht hin, beziehungsweise auf den Morgen hin, dann eben doch ein leichtes Problem. Jetzt ist wieder okay, jetzt wird hier wieder gesammelt. Gut, Ersatzteile okay, Nahrung okay, wir könnten noch weitere Kolonisten aufnehmen. Ich würde trotzdem für den Moment warten. Aber schön, der Raumhafen ist da, das gefällt mir natürlich ausgesprochen gut. Energiekollektor, ich priorisiere den mal, weil jetzt haben sie hier wieder angefangen, die Eisen hier hinzubringen zur Funkantenne. Ich finde, die Energie ist tatsächlich wichtiger als das Funken. Also von daher bitte dort hinten die Sachen abliefern. Nicht hier vorne. Oh, jetzt ist es eh schon fertig. Okay, dann brauchen wir hier natürlich tatsächlich noch... Nein, nicht deaktivieren. Die Funkkonsole. Die haben wir hier. Ja, machen wir die mal hier hin. Dann haben wir alle ein bisschen Platz. Sehr gut, du kostest wahrscheinlich auch ein Eisen. Jawohl. Und einen Bioplastik. Sehr schön. Da hinten fehlt noch... Da fehlen noch drei Eisen. Ruf erreicht. Oh lala. Welchen? Deine Kolonie ist überall bekannt. Na, das hören wir natürlich gerne. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar schon so ein Zeichen ist von wegen, wir haben es geschafft. Aber meiner Meinung nach sind wir noch nicht so ganz durch. Ich möchte tatsächlich noch zuerst ein paar Besucher haben. Und ich möchte auch einen zweiten Meteorabfanglaser haben. Irgendwo hier unten. Da schauen wir dann, wo wir den hinsetzen. Sobald die Sachen stehen. Ja, da wird wieder Eisen gebracht. Hier wird wieder geschustert. Passt. Wie sieht es hier hinten aus? Ja, das wird nichts mit dem Robby im Moment. Aber man sieht, hier die Robbys, die wir haben, die gehen tatsächlich selbstständig hier rein. Zur Autobot-Reparatur. Wunderbar. Genau das sollen sie tun. Ah, und jetzt kommen die großen Handelsschiffe. Jetzt werden wir noch kurz das machen, was ich gesagt habe. Nämlich, dass wir hier ein bisschen... was verkaufen. Gibt 160. Jawohl, und das hätte ich gerne bezahlt. Oder hat er was, was wir brauchen können? Ja, wir können natürlich alles gebrauchen. Gentomaten könnten wir gebrauchen, die Zwiebeln ebenso. Wir könnten alles gebrauchen, aber ja, wir nehmen das Geld. Weil das ist wichtiger. Wir müssen ja die Lager leeren. Das ist eigentlich die Grundidee gewesen. Da haben wir die 170. Für 126, oh, der ist aber relativ günstig, der Mann. Da würde ich noch mal ein bisschen was drauflegen. So, 255. Er kann ja eh nicht endlos Sachen kaufen, man sieht. Hier geht dann das Geld irgendwann aus.
255, ja, das passt. Werden wir handeln, dankeschön. Dann sind unsere Kassen nämlich voll. Und da bin ich gespannt, wann die ersten Besucher kommen. Eingestellt haben wir es eigentlich. Oh, nein. Gut, habe ich nochmal geguckt. Dachte, wir hätten es eingestellt, aber das muss man tatsächlich manuell einstellen. Dass die Besucher dann auch kommen. Liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, war relativ okay für euch oder vielleicht sogar schön, ich weiß nicht. Falls ja, dann lasst doch vielleicht mal einen Daumen oben da. Das sage ich normalerweise nie, aber irgendwie, ich weiß nicht, die Intellektuellen kommen, suchen den Kanal heim. Und ja, die mögen unsere Trivia nicht, das habe ich auch schon mal gesagt. Irgendwie, ich weiß auch nicht, deswegen mal der Aufruf, vielleicht einen Daumen da zu lassen. Gut, soviel zu dem Thema. Ich danke euch fürs Zusehen nochmal und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Dann geht's hier weiter mit Planet Base. Macht's gut, bis denne. Tschüss.